Ich find's zum Kotzen. Andi Brehme konterte, den nehme ich nicht für voll. Dafür hat sich der Trainer inzwischen offiziell entschuldigt, aber der Fall zeigt schon, die Nerven liegen ziemlich blank auf dem Betzenberg. Kein Wunder, wird der UEFA Cup verpasst, sieht's zappenduster aus für das Trainerduo Brehme-Stumpf. Markus Jierstedt. Ja, und für Andreas Brehme könnte Cottbus ähnlich Schicksal spielen wie für seinen Vorgänger, denn nach dem 1:1 in der letzten Saison hatte Otto Rehhagel seine Demission bekannt gegeben. Die Argusaugen des Dr. Wischemann. Und die sahen in der ersten Viertelstunde null Emotion, wenig Engagement und viel Verkrampfung bei den Roten Teufel. Das ist Brasilia für Cottbus und Torwart Koch. Schwerstarbeit an der Linie, die Hallo-Wach-Versuche für ihr Team Andi Brehme und Reinhard Stumpf. Basler, der FCK mit Problemen gegen die Elfmann-Bastion Cottbus. Dann Miriuta. Basler, das Schlitzohr dazwischen. Immer noch Basler auf Lokwenz. Erste Chance, erstes Tor. Sie sind ja bekannt für ihre Effektivität, die Lauterer. Keiner warnt Miriuta vor dem fleißigen Basler. Und dann fälscht Akrapovic den Schuss von Lokwenz noch entscheidend ab. Hier. Anspannung. Anspannung. Entspannung. Sein 100. Bundesliga-Tor als Teamchef. Vielleicht ein wichtiger Treffer für seine Arbeitsplatzsicherung. Dann Koch. Lokwenz. Basler nicht im Abseits. Mario Basler heute einer der Besten. Lenz und Klose 2:0. Die Angst vor dem Versagen noch vor der Pause fast weggewischt. Durch den Nationalspieler. Die Vorlage wieder von Basler, seine 10. in dieser Saison. Das ist Rekord beim FCK für ihn. Und Klose liefert einen weiteren Beweis für seinen WM-Platz. Wohlgemerkt im deutschen Fußballteam. Lincoln heute wieder von Anfang an dabei im Doppelpass mit Lokwenz. Der Brasilianer gestoppt, nicht Klose. Diesmal ohne Fortune. 2:0 zur Pause. Rasenspiele der nassen Arts. Dann die zweiten 45 Minuten. Akrapovic, ganz schwach heute, verschätzt sich gegen Lincoln. Immer noch der Brasilianer, gefühlvoll auf Klose. 3:0, 57 Sekunden nach Wiederanpfiff. Rudi Völler kann sich auf einen fitten Stürmer für die WM freuen. Sein 15. Saisontreffer, die Freiheiten vorbildlich genutzt, gegen die Laufrichtung des Torhüters geköpft. Dann Cottbus beim Anstoß. Verängstigt, fast lustlos. Immer wieder ein Stückchen nach hinten. Ja, nicht das Risiko suchen. Karl Luschny auf den Libo, der hieß heute das Silva. Fehlpass, Klose. Der schaut's, der flankt auf Lokwenz. 4:0, alles klar, Herr Brehme. Und Lokwenz ebenfalls mit dem Doppelpack. Fast die Kopie des 3:0. Klose legt auf für seinen Stürmerkollegen. Zweimal Lokwenz, zweimal Klose. Stürmerglück beim FCK. Nun war Zeit für Geschenke. Olaf Marschalls letzter Einsatz am Betzenberg. Für viele ist er noch der Fußballgott. Fortan hieß die Devise, helft dem Marschall zu seinem Abschiedstreffer. Malz. Versucht es erst alleine, dann Lenz mit der Vorlage für den Fußballgott. Ein paar Zentimeter vorbei. Der nächste Versuch. Klose auf dem Flügel. Malz und in der Mitte Marschall. Es sollte nicht sein. Es blieb beim lockeren 4:0 für den FCK. Die Ehrenrunde gab es trotzdem. Bye bye für einen großen Lauterer Spiel. Bleibt die Frage nach dem Verdiensten des anderen großen FCK-Spielers und seiner Zukunft. Kwamina Odom bitte. Also ich muss sagen, so viel Theater ist bei uns nicht. Ich meine, da wird immer viel von uns allen hereingetragen. Das wird aber in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr der Fall sein. Heute Pflicht erfüllt, seine Zukunft entscheidet sich wohl nächste Woche in Stuttgart. Bis dahin heißt es, gute Miene machen zum undurchsichtigen Spiel am Betzenberg. Das Spiel ist noch undurchsichtig, aber der Arbeitsplatz von Andi Brehme ist heute mit Sicherheit ein bisschen...